So, da sind wir auch schon wieder. 4 Wochen später wieder in Rumänien. Das neue Humanprogramm geht weiter. Dieses Mal haben wir wieder viel organisiert. Wir wussten von ein paar Familien, die wir letztes Mal in der Schule angetroffen haben, wo noch nicht alle Kinder entweder im Schulalter waren oder auf anderen Schulen waren, die wir heute abklappern. Wir waren jetzt als erstes bei einer Familie, die hat vor 4 Wochen haben die ihre Mutter verloren. Es geht um 3 kleine Mädchen und das jüngste Mädchen ist noch nicht alt genug, um die Schule zu gehen. Darum war sie beim letzten Mal nicht in der Schule. Die anderen beiden Mädchen hatten wir schon behandelt und das ist jetzt ein ganz trauriger Fall. Das kleinste Mädchen hat noch nicht ganz verstanden, was mit ihrer Mutter passiert ist. Sie erinnert sich, dass sie noch die Mutter ins Krankenhaus zu Ärzten gekommen ist. Darum traut die uns gerade gar nicht. Die hat richtig Angst, die Kleine. Darum gehen wir jetzt sehr vorsichtig an die Sache ran. Die Familie ist natürlich ab jetzt bei uns im Human- und Familienprogramm mit dabei und wir werden über die nächsten Wochen natürlich gucken, dass wir der Familie beiseite stehen können auf lange Sicht. Das ist natürlich jetzt eine schwere Situation und dass wir alle nötigen Gesundheitschecks machen können, aber wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig gehen. Und ich glaube, jeder kann verstehen bei dem 4 Jahre alten Mädchen, dass sie jetzt ein bisschen Angst hat, nachdem die gerade ihre Mutter verloren hat. Dieses neue Humanprogramm führt uns natürlich immer vorbei an bekannten Gesichtern und Leute, die aufgepasst haben, die kennen das Haus hinter mir schon. Wir sind jetzt hier bei Lilly und ihrer Familie. Natürlich waren Lilly und ihre Schwester jetzt auch schon sehr lange in ärztlicher Behandlung. Das heißt, die meisten Checks, die wir so machen können, wurden schon von Ärzten in Krankenhäusern, in Physiozentren und solchen Sachen natürlich gemacht. Aber wir wollen einmal alles durchchecken, besonders die Möglichkeit, dass wir Hörtests machen können. Das ist natürlich immer was schnell übersehen wird. Darum, auf unserem Weg heute, viele Familien zu besuchen, halten wir einmal kurz bei Lilly, gucken, wie es ihr geht, quatschen kurz, machen ganz fix den Test und sagen einmal Hallo. So, und jetzt waren wir gerade einmal bei Lilly hier im Zimmer und da fällt schon direkt auf, warum es absolut Sinn macht, diese Tests von unserer Seite auch zu machen. In dem ganzen Tohuwabohu ist natürlich einmal untergegangen, dass sie jetzt seit dem letzten halben Jahr mal wieder eine neue Brille gebrauchen könnte. Und natürlich werden wir uns darum kümmern und werden Lilly jetzt helfen, dass sie nächste Woche, hat sie jetzt schon einen Termin beim Augenarzt, dass das alles gelöst werden kann. So, ich weiß nicht, wie viel von der Landschaft hier sich beim letzten Mal es mit ins Video geschafft hat, aber es ist hier wirklich sehr schlammig und wild. Also das ist eine lustige Aktion, zu den ganzen Familien teilweise hinzukommen. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg zu der Familie, wo der kleine Junge beim letzten Mal schon so ein, ich sag mal, fragwürdiges Gehör hatte. Mara? Ja. Wie sah das da bei dem aus? Das sah aus wie eine leichtgradige Mitteltonschwerhörigkeit, also genau im Sprachbereich abgesunken. Allerdings war der Junge damals auch ein bisschen krank, also erkältet. Ich hoffe, dass sich das jetzt, wenn er gesund ist, gelegt hat, dass wir jetzt ein besseres Ergebnis bekommen. Moment, ich muss ja immer den Fluss überqueren. Also ich hoffe auf ein besseres Ergebnis. Und sonst wird das wirklich auf eine Hörgeräteversorgung hinauslaufen. So, wir sind jetzt wieder hier zurück in dem Haus. Wir wollen jetzt gleich einen Hörtest wieder machen mit dem Jungen, weil er beim letzten Mal so krank war, als das Gehör so schlecht war. Aber wir mussten jetzt gerade eine 5 Minuten Zwangspause einlegen, weil wir festgestellt haben, dass hier viele süße Tiere sind. Es gibt einen neuen Hundewelpen. Der Hund von vor 4 Wochen ist viel größer geworden und der Hase auch. Und das gesamte Team musste jetzt erst 5 Minuten nehmen, um sich die Tiere anzugucken. Aber jetzt geht's dann weiter mit dem Hörtest. Thank you.
on the left ear with very small notes and you say stop. Okay? Stop. Ja, also die Messung, die wir jetzt gemacht haben, einen Monat nach der Messung, wo er halt eben leicht erkältet war. Jetzt ist er nicht mehr so stark erkältet, manchmal läuft die Nase noch, aber eigentlich ist er gesund. Die Messung war jetzt auch echt, man wird vielleicht sagen, grenzwertig, aber auch nur im Tieftonbereich. Das heißt, die Sprachentwicklung sollte überhaupt nicht beeinträchtigt sein und auch die Leistungen in der Schule sollten zumindest nicht vom Hören abhängig sein. Soweit quasi in Ordnung. Alles im Rahmen von, ja, wirklich absolut minus 10 dB bis 20 dB und das ist halt noch ein normaler Hörrahmen. Was ich jetzt eben gesagt habe, ich würde gern das einfach jährlich wiederholen, diese Messung, wenn er halt wirklich oft krank ist oder auch oft Mittelohrentzündungen hat, dass sich da nicht dauerhaft doch was verschlechtert. Also wenn das in dem Rahmen bleibt, jetzt in den nächsten Jahren, alles gut, nur eben gerne kontrollieren. Brought them some clothes, some toys, some toothpaste, brush, and I think they are very useful and they are so happy. Haben den kleinen Welpen gerade gefüttert, haben ihm ein bisschen Trockenfutter aufgeweicht, dass er das essen kann, Milch gegeben. Und Mirella wird sich jetzt darum kümmern, dass der Welpe Welpennahrung bekommt, also halt so ein Milchpulver, was man auflösen kann, extra für Welpen. Und dass er ein gemütliches Bett hat. Genau. Er ist erst einen Monat alt. Und die Mama wurde von einem anderen Hund getötet. Deswegen ist er jetzt ganz allein. So, da sind wir auch schon. Es ist der nächste Tag. Wir sind jetzt hier in Falticeni, das ist in der Stadt, und wir wollten jetzt einmal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir wirklich umsetzen, was wir sagen. Hinter mir sieht man jetzt die ganzen Kinder, die heute hier zum Zahnarzt gehen werden, weil wir die in den Dörfern eingesammelt haben und gesehen haben, dass Zahnbehandlungen notwendig sind. Erneut sind wir in der Situation, dass die ganzen Förderer unter euch, die uns schon eine Weile folgen, wieder erahnen können, wo wir sind. Und zwar sind wir bei der Janina, gerade ganz nah an der ukrainischen Grenze. Ich weiß nicht, wie weit es genau ist. Es sind, glaube ich, nur ein paar hundert Meter bis zur nächsten Grenze. Ich glaube, von irgendwo konnte man sogar auch so einen Grenzstützpunkt sehen. Das ist das Haus und das ist der neue Teil, den wir angebaut hatten. Und da war mal so ein Holzschuppen, wenn sich alle erinnern, der ist mittlerweile weg. Genau, wir gucken uns jetzt auch hier einmal die Kinder an, machen einmal so einen Grundgesundheitscheck. Die Mutter sagt, der Älteste hat vielleicht ein paar Probleme, so ein bisschen was die Lunge, das Herz und ich sag mal die generelle Kondition angeht. Das checken wir natürlich und gucken natürlich auch direkt, dass wir einen entsprechenden Arzt finden. Einmal die Zähne und vielleicht herrschen auch ein paar Hörschwierigkeiten bei dem Großen, dass wir da auch mal ein paar Tests machen können. Genau, mal sehen, was das Ganze hier so gibt.
So, da sind wir auch schon fertig hier. Wir haben einmal alle in der Familie durchgecheckt. Der Große muss auf jeden Fall einmal zum Ohrenarzt. Da kann eventuell ein Hörproblem vorliegen oder es ist einfach, die Ohren sind ein bisschen voll. Das wird dann genau beim Ohrenarzt rausgefunden. Wir müssen alle einmal zum Zahnarzt schicken. Die nächste Stadt ist zum Glück nicht allzu weit. Da lässt sich das auf jeden Fall organisieren, dass alle drei zum Zahnarzt kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten geht es denen hier allen am Ende von Europa, sag ich mal, am Ende von Europa direkt an der ukrainischen Grenze aktuell super. Und morgen geht es für uns ganz spannend weiter. Morgen besuchen wir drei komplette Schulen zusammen mit dem Zahnärzteteam, welches wir schon jetzt vor ein paar Tagen getroffen haben, die bei den Familien geholfen haben. Die kommen mit uns mit und besuchen, wie gesagt, drei Schulen und werden dort eine Zahnputzschule machen. Das heißt, wir haben hunderte von Zahnbürsten, hunderte Packungen Zahnpasta und Zahnseide und was man alles braucht. Und die Zahnärzte und die Zahnarzthelfer kommen mit an die Schulen und zeigen dort vor, ich sag mal, der Vollversammlung, wie man die alle am besten einsetzt und wie Zahnpflege funktioniert, weil das hier echt ein Problem ist, was eigentlich alle Kinder vor Ort haben. So, liebe Leute, das war jetzt ein langer Tag. Wir waren jetzt an drei Schulen insgesamt. Die erste Schule war die Schule, die wir auch schon kannten, die wir auch schon öfter besucht hatten. Das war die Schule, wo wir den Sportplatz gebaut haben, wo wir die ganzen Klassen ausgestattet hatten mit Smartboards und allen möglichen Dingen, die eine Schule im Alltag so braucht, sanitäre Anlagen. Und all diese drei Schulen unterliegen demselben Schulleiter, den haben wir auch schon mal kennengelernt. Und wir waren jetzt an allen drei Schulen und haben Zahnputzschulen organisiert. Das sind die Zahnärzte, mit denen wir hier auch in der nächstgrößten Stadt zusammenarbeiten. Das sind zwei tolle Zahnärztinnen und drei Zahnarzthelferinnen, die uns ganz toll helfen. Das sind die Zahnärzte, wo all die Familien hingehen, wenn die Hilfe brauchen. Das heißt, ganz viele Schüler hier an dieser Schule kannten die Zahnärzte schon, weil die schon in den letzten zwei, drei Wochen Besuche hatten bei diesen Zahnärztinnen. Und die kommen jetzt mit uns an die Schulen, machen Zahnputzschulen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Zahnbürsten und Zahnpasta vorbeigebracht, wir haben Zahnseide vorbeigebracht und heute wurde dann natürlich allen gezeigt, wie man korrekt damit umgeht, was man korrekt damit machen muss, weil wenn wir eins festgestellt haben in diesem neuen medizinischen Projekt ist es, dass wenn es an einem mangelt, ist es vor allem die Zahnhygiene.
Ein paar brauchen Brillen, aber das wissen die eigentlich immer sofort. Ein paar gibt es, die wir hatten, wo wir sagen, vielleicht ist ein Hörgerät relevant. Aber für die allermeisten ist es so, dass ein Zahnarzt und ordentliche Zahnpflege wirklich, wirklich wichtig und notwendig ist. Und ja, heute war dann ganz toller Fortschritt in diesem Programm und natürlich geht das weiter und es werden andere Schulen hinzukommen. Der direkte nächste Kontakt ist natürlich die Schule der Alina, die wir alle kennen, in Botojani und ja, das Programm wird weitergehen und es ist ja, total toll, stark in diesem Jahr gestartet und es freut mich, wie es weitergehen wird.